Herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung So machen Sie Ihr Haus fit für den kommenden Winter und die Zukunft. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen im Namen von Zukunft Altbau. Wir sind ein neutrales Informationsprogramm zu allen Themen, die mit energetischer Gebäudesanierung zusammenhängen. Wir sind gefördert vom Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg und daher soweit neutral und können Ihnen ganzheitlich und kostenlose Informationen zur Verfügung stellen. Sie sehen hier auf der Folie direkt mal unsere Webadresse und unser Beratungstelefon, wo Sie sich täglich unter der Woche Informationen zur energetischen Sanierung abholen können. Wir haben heute ein mehrteiliges Programm mit mehreren Referentinnen und Referenten. Ich werde die Einführung machen, dann gibt es einen Block Heizung, einen Block Dichtung und Dämmung. Die energetische Sanierung spielt dann nochmal eine Rolle und am Ende gibt es dann nochmal Themenstellungen zu Förderung und Beratung. Mein Name ist Frank Hettler, ich bin der Leiter von Zukunft Altbau. Und die weiteren Referentinnen und Referenten sehen Sie hier aufgeführt. Wir sind alle ausgebildete Energieberater und haben ein Ingenieurstudium im Baubereich absolviert. Kommen wir zum Inhaltlichen. Ich muss leider beginnen mit drei unangenehmen Wahrheiten, die uns derzeit alle sehr aktiv beschäftigen. Sie verfolgen das sicher alle in der Öffentlichkeit und in der Presse. Nächste Folie bitte. Dass wir momentan eben eine Gasmangellage haben aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und die Gaslieferungen nicht wie in gewohnter Form in den letzten Jahren eben bei uns eintreffen. Deswegen gibt es verschiedene schwierige Situationen. Unter anderem zwei Themen möchte ich hier beispielhaft nennen. Es geht um den Notfallplan Gas zum einen. Es ist eine Notfallplanung der Bundesregierung, die jetzt schon in der zweiten Stufe, nämlich in der Alarmstufe, in Kraft ist, schon seit 3-4 Monaten. Und sollte es jetzt weiterhin oder sollte es zu starken Gasknappheiten kommen, nimmt sich die Bundesnetzagentur das Recht heraus, einzelne Verbraucher, Gasverbraucher abzuschalten. Das wird auf alle Fälle erstmal keine Wohngebäude treffen. Da geht es um größere andere Verbraucher, bei denen das Risiko besteht, abgeschaltet zu werden. Da geht es eben darum, diese Gasmangellage zu verwalten. Und der zweite Punkt, den ich an der Stelle anführen möchte, ist die Maßnahmenverordnung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Da kommt dann nachher meine Kollegin nochmal drauf, warum Gasheizungen in Zukunft kontrolliert werden müssen, beziehungsweise ein Kontrolldurchgang und Optimierungsdurchgang stattfinden wird. Nächste Folie bitte. Zweite Wahrheit an dieser Stelle ist, dass mit den Energiepreisen derzeit einiges passiert. Wir haben sehr stark ansteigende Preise, vor allem im Bereich der fossilen Energieträger, nachdem also gerade der Gaspreis in den letzten Jahren sehr konstant in der Größenordnung von 6 Cent ungefähr war pro Kilowattstunde, ist er dieses Jahr sehr stark nach oben gegangen aufgrund der Dinge, die ich gerade erläutert habe. Auch der Ölpreis ist sehr stark nach oben gegangen und auch andere Energieträger wie zum Beispiel Pellets sind stark angestiegen. In anderen Bereichen, beispielsweise beim Strom, haben wir auch Anstiege, aber lang nicht so stark im Verhältnis, wie das jetzt bei Öl und bei Gas zu sehen ist. Beim Strom liegen wir in der Größenordnung von ungefähr 40 Cent, wo wir in der Vergangenheit bei 32 Cent pro Kilowattstunde Strom waren. Und ja, beim Gas muss man einfach auch sehen, dass es wahrscheinlich noch weiter nach oben gehen wird in nächster Zeit.
Da ist es so, dass man bis Jahresende eher mit Preisen mit über 20 Cent pro Kilowattstunde zu rechnen hat. Nächste Folie bitte. Ja, und das dritte Thema ist einfach unser Klimaproblem, was wir auch noch zu lösen haben nebendran. Wir können nicht so weitermachen mit dem fossilen Energieverbrauch wie bisher. Sie sehen hier eine Darstellung der Warming Stripes Baden-Württemberg. Das sind also Streifen, die jahresweise die Temperatur darstellen sollen, und zwar seit Beginn der Wetteraufzeichnung, das ist dann ganz links, bis sozusagen im letzten Jahr. Das ist dann der hell oder der orangene Streifen rechts. Das ist das Jahr 2021, was seit langem mal wieder ein etwas kühleres Jahr war. Und ich nehme an, dass dieses Jahr wahrscheinlich eher wieder ein roterer Streifen dazukommt aufgrund des warmen Sommers, wobei der September jetzt eher schon ein bisschen kühler ist als normal. Schauen wir mal, was da am Ende dann rauskommt. Nächste Folie. Ja, und auf alle diese Themen haben Sie als Nutzerinnen und Nutzer einen erheblichen Einfluss. Ein Kollege von uns hat das mal ausgerechnet. Der hat sich einfach mal einen Neubaustandard genommen, hat ausgerechnet, was braucht so ein Neubaustandard im Normalfall an Energie. Also es ist kein super-duper Energiesparhaus, aber auch kein schlechter Altbau. Und er hat dann einen Wert berechnet für dieses Beispielgebäude von 86 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Also übersetzt in fossile Sprache heißt es 9 Liter Öl pro Quadratmeter und Jahr oder 9 Kubikmeter Gas pro Quadratmeter und Jahr. Und dann hat er untersucht, was Nutzer für einen Einfluss haben können, indem sie die Räumlichkeiten eben weniger beheizen oder mehr, sprich 17 Grad oder 23 Grad. Das sehen Sie hier links unten. Und hat dann geschaut, was gibt es für einen Einfluss. Zweites Thema, was er untersucht hat, ist das Thema Lüftungsverhalten. Wie ist es, wenn jemand, so wie es korrekt ist, 3, 4 Mal am Tag Stoßlüften, kurz alles auf, wenige Minuten und dann gleich wieder zumachen. Dann ist die Luft ausgetauscht. Im Vergleich zu anderen, die dann halt Fenster den ganzen Tag oder den halben Tag auf Kippstellung lassen und dadurch sehr große Mengen an Energie verschwenden. Das sieht man auch wieder oben dran, was das für Auswirkungen hat. Und den dritten Bereich, den er untersucht hat, ist der Warmwasserverbrauch, also sprich richtig viel warmes Wasser verbrauchen beim Duschen im Vergleich zu eher wenig warmes Wasser verbrauchen beim Duschen. Und das hat er mal alles zusammengerechnet. Und dann sieht man in der Übersicht, was da unterm Strich rauskommt. In der Mitte sehen Sie die 86, das ist also der Durchschnittsverbrauch. Und wenn man sich da sehr sparsam verhält, dann kann man runterkommen bis auf einen Wert von 50 bei dem Gebäude. Und wenn man sich eher verschwenderisch verhält, bis auf einen Wert von über 190, also mehr als eine Verdopplung des Energieverbrauchs. Und das ist allein der Einfluss, den Sie als Nutzer über das Thema Verbrauchsverhalten haben. Und dann gibt es ja noch andere Themen, und über die wollen wir Ihnen heute Abend einiges erzählen. Und dazu gebe ich jetzt an der Stelle ab an meine Kollegin Caroline Wurster. Sie ist ausgebildete Energieberaterin und Studium im entsprechenden Bereich auch noch die meiste Arbeitszeit in der elterlichen Heizungsfirma unterwegs und ist daher prädestiniert, Ihnen das folgende Kapitel näher zu bringen. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und auch schönen guten Abend von meiner Seite. Ich darf Ihnen jetzt ein paar Punkte zum Heizungsthema beitragen. Mein Beitrag teilt sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt, da erzähle ich Ihnen etwas, was Sie in Eigenregie machen können, was Sie sofort umsetzen können. Im zweiten Teil geht es dann eher, was Sie am besten mit Ihrem Fachbetrieb an der Heizung optimieren können. Als erstes mal das Heizsystem im Überblick, dass Sie wissen, um was es überhaupt alles geht bei der Heizung. Also wir haben natürlich einen Wärmeerzeuger, das sehen Sie links, den Kasten. Der steht entweder zentral bei Ihnen im Keller oder es gibt auch Etagenheizungen, also beispielsweise die konventionelle Gas- oder Ölheizung, Pelletsheizung oder auch die Wärmepumpe.
Die orangene Linie, da sehen Sie den Vorlauf, also das ist die Flüssigkeit, das Heizungswasser oder auch die Vorlauftemperatur genannt, die vom Wärmeerzeuger rausgeht, mithilfe der Heizungspumpe, hier in dem Kreis mit dem Dreieck dargestellt. Und dieses Wasser fließt dann eben in die Heizkörper oder auch in die Fußbodenheizung. Dort wird das erwärmte Wasser abgegeben. Das, was nicht verbraucht wurde, nennt man Rücklauf. Und der fließt dann wieder dem Wärmeerzeuger zu und so schließt sich der Kreislauf. Das ist mal ganz grob im Überblick. Die Wärme wird an den Heizkörpern reguliert mit den Thermostatventilen. Links sehen Sie ein herkömmliches Thermostatventil, wie eigentlich sehr gängiges an den Heizkörpern. Rechts sehen Sie ein digitales Thermostat. Das kann man auch programmieren und ist zeitgesteuert, also je nach Bedarf, Abwesenheit, tagsüber im Büro oder nachts abschalten, die Temperatur regulieren, um einzusparen. Das ist da alles problemlos möglich. Bei dem linken Thermostatventil gibt es Stufen. Das ist auch ganz hilfreich zu wissen, dass jede Stufe für eine Temperatur steht. Also beispielsweise, wie hier eingestellt ist, die Stufe 3, da erreichen Sie 20 Grad in dem Gebäude. Ein wichtiger Hinweis auch hier, wenn Ihr Raum ausgekühlt ist und Sie auf die Stufe 5 das Thermostat drehen, wird die Heizung nicht schneller warm. Also die wird genauso, also wenn Sie die Stufe 3 eingestellt haben möchten und dazu auf Stufe 5 voll aufdrehen, wird der Raum nicht schneller warm, wie wenn Sie gleich auf Stufe 3 drehen. Genau. Der Herr Hettler hat es eben schon angesprochen, das richtige Heizen und Lüften, das Nutzerverhalten spielt auch eine zentrale Rolle. Da haben wir hier ein sehr schönes Schaubild, das alle wichtigen Punkte umfasst. Also die Faustformel von 1 Grad weniger Raumtemperatur spart Ihnen 6% weniger Heizenergie ein, haben Sie vermutlich in den letzten Wochen und Monaten auch schon gehört oder ist Ihnen bereits bekannt. Generell natürlich immer nur so viel heizen, wie tatsächlich an Bedarf da ist. Also in den Wohnräumen um die 20 Grad nachts am besten absenken. Auch ganz wichtig beim richtigen Heizen ist, dass Sie die Heizkörper nicht mit Möbeln verstellen oder auch nicht mit Vorhängen zuziehen. Dadurch kann die Wärme eben schlechter in den Raum abgegeben werden und Sie benötigen mehr Heizenergie. Das tägliche Stoßlüften hat der Herr Hettler eingangs auch schon angesprochen. Ganz wichtig, dass Sie die Kippstellungen vermeiden und so die Lüftungsverluste minimieren. Und auch gerade zu Beginn der Heizsaison, jetzt Anfang Oktober, dann die Heizkörper regelmäßig zu entlüften. Also wenn die dann gluckern oder nicht richtig warm werden, einfach mit so einem, ich hoffe, man kann es sehen, kleinen Entlüfterschlüssel durchgehen oder den Heizungsfachbetrieb fragen, um Hilfe bitten, dass die Heizkörper entlüftet werden. Das waren jetzt mal die Punkte, die Sie sofort umsetzen können. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Verbesserungen an der Heizung mit fachlicher Unterstützung auf den Weg geben. Das heißt also am besten die Umsetzung mit Ihrem Heizungsfachbetrieb durchführen. Das betrifft jetzt vor allem in erster Linie die Hauseigentümer, die Zugriff auf ihre Heizungsanlage direkt haben oder auf die Regelung, weil man da was einstellen muss. Natürlich ist es für Mieter oder auch allgemein sehr hilfreich zu wissen, was man noch an der Heizung optimieren kann. Aber genau, nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Sie da gemeinsam mit dem Fachpersonal hingehen. Der Hettler hat eingangs auch schon die verpflichtete Gasheizungsprüfung angesprochen. Ab nächsten Monat gilt die sogenannte EnSiMiMAF, kurz ausgesprochen. Das ist eine neue Ordnung zur mittelfristigen Sicherung der Energieversorgungssicherheit und die beinhaltet eben unter anderem die Gasheizungsprüfung. Die soll bei allen bestehenden Gasheizungen bis Ende 2024 durchgeführt werden und beinhaltet eben, dass man die Einstellungen an die Regelungen optimiert. Da komme ich gleich noch detaillierter drauf zu. Das Fachpersonal soll prüfen, ob die Heizung hydraulisch abgeglichen ist und ob Hocheffizienzpumpen eingesetzt werden, wenn nicht, dass man die gegebenenfalls tauscht und ob alle Rohre und Armaturen ausreichend gedämmt sind.
Die Heizungsprüfung kann entweder durch den Heizungsbauer erfolgen oder auch durch den Energieberater oder Ihren Schornsteinfeger. Zum ersten Punkt, zu den Einstellungen, gehören einige Punkte noch dazu. Also Einstellungen heißt zum einen eine Regelung einstellen, die Nacht- und Abwesenheitsabsenkung, was ich gerade schon mit den digitalen Heizkörperthermostaten erklärt habe, kann man auch zentral an der Heizung einstellen, dass Sie eine Nachtabsenkung zum Beispiel ab 22 Uhr, wenn Sie sowieso ungefähr um 23 Uhr ins Bett gehen, die Heizung bereits eine Stunde vorher absenken. Die Restwärme reicht meistens aus und dann, je nachdem, wann Sie wieder aufstehen, die Absenkung wieder rausnehmen. Man kann auch die Vorlauftemperatur absenken. Das habe ich eben schon erklärt. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Heizungswasser aus der Heizung rausgeht. Je nachdem kann man da ein paar Grad runtergehen oder auch die Heizkurve anpassen. Da haben wir nachher noch ein kleines Schaubild dazu. Man kann natürlich auch die Heizgrenztemperatur absenken. Das ist die Außentemperatur, bei der die Heizung quasi einstellt. Also wenn Sie jetzt eine Heizgrenztemperatur von 15 Grad eingestellt haben, dann beginnt die Heizung, wenn die Außentemperatur 15 Grad beträgt, anzuheizen. Sie können die beispielsweise auch mal nur testweise auf 13 Grad runternehmen und schauen, ob es Ihnen auch ausreicht und haben da eine kleine Einsparung erzielt. Man kann auch das Warmwasser in der Zirkulation regulieren, aber da muss man natürlich aufpassen wegen dem legionellen Schutz. Also da wirklich mit Vorsicht dran gehen, das auch am besten mit dem Fachpersonal nochmal eingehend besprechen. Und auch nochmal ein Hinweis auf die Heizungspumpeneinstellung. Bitte nächste Folie. Wie eben schon erklärt, die Nacht- und Abwesenheitsabsenkung, da haben wir ein kleines Schaubild. Das ist wirklich nur ganz vereinfacht dargestellt, dass Sie wissen, wie groß die Einsparung von so einer Nachtabsenkung ist und wie das im Zusammenhang hängt mit dem Tag und Nacht. Ich fange jetzt mal unten an mit der orangen Linie. Das ist die Außentemperatur. Die ist wirklich, wie gesagt, ganz vereinfacht dargestellt. Tags über 10 Grad, nachts über 0 Grad. Natürlich gibt es im echten Temperaturverlauf größere Schwankungen. Die blau schraffierte Fläche drüber ist die Heizleistung. Also die Leistung, die die Heizung erbringen muss, um den Raum auf die obere Linie, auf die graue Linie zu heizen. Also wir haben hier beispielsweise 20 Grad im Raum. Also der Raum soll auf 20 Grad geheizt werden. In der Nacht haben wir eine Nachtabsenkung eingestellt auf 16 Grad. Das heißt, die Heizung, die stellt am Ende vom Tag runter auf 16 Grad. Und die grün schraffierte Fläche ist dann die Einsparung, die Sie erzielen, indem die Heizung nachts abstellt. Natürlich kühlen die Räume, kühlt das Gebäude über Nacht ein bisschen aus und ich brauche morgens mehr Aufwand, um das Gebäude wieder auf die 20 Grad zu heizen. Aber anhand der roten Fläche können Sie sehen, dass der Mehraufwand, um das Gebäude wieder auf 20 Grad zu heizen, wirklich nur ein kleiner Anteil ist von dem, was Sie überhaupt einsparen. Also es lohnt sich in jedem Fall, aber vor allem bei schlecht gedämmten Gebäuden, da ich da über Nacht mehr Energieverluste habe. Genau, nur ganz kurz eingehend auf die Heizkurve. Das ist auch eine Einstellung, die man an der Heizung anpassen kann. Da kann man entweder die Heizkurve flacher einstellen oder parallel verschieben. Das muss man individuell aufs Bedürfnis angepasst angehen und auch mit der Heizungsfachfirma besprechen. Das ist auch ziemlich kompliziert, weil jede Regelung von jeder Heizung ist ein bisschen anders und das Fachpersonal kennt sich da einfach besser aus und kann Ihnen da schneller helfen. Genau. Dann ein wichtiger Punkt, nicht nur im Rahmen von der Gasheizungsprüfung, die vorgegeben ist, ist der hydraulische Abgleich. Also allgemein, der hydraulische Abgleich ist dazu da, dass alle Heizkörper gleich warm werden. In so einem Bestandsgebäude gibt es oft unterschiedlich lange Leitungen, verschiedene Durchschnitte von den Rohren, nicht richtig eingestellte Ventile und das führt dann dazu, dass die Heizkörper unterschiedlich warm werden. Das sieht man hier im linken Beispiel ganz gut. Wir haben hier in dem rot eingefärbten Raum quasi einen Heizkörper, der sehr warm ist. Das erkennt man an der
roten Fläche. Der Raum hat eine Temperatur von 24 Grad. Der Raum drüber, da ist der Heizkörper ziemlich kalt, da kommt nicht mehr so viel Wärme ab, hat auch nur noch 16 Grad. Jetzt wird oft an der Heizungspumpe, die unten wieder in dem Kreis dargestellt ist, was angepasst und die Leistung erhöht. Das löst aber im Prinzip nicht das Problem. Das Problem löst nur der hydraulische Abgleich, indem der Raumwärmebedarf pro Raum ausgerechnet wird. Also da wird die ganze Gebäudehülle aufgenommen, die Fassadenfläche, die Dachfläche, die Fenster. Der Raumwärmebedarf wird ausgerechnet und dann kann anhand der Rechnung kann das Ventil richtig eingestellt werden. Sieht man auch auf der rechten Hälfte von dem Gebäude, die Heizkörper werden beide gleichmäßig warm und sogar die Heizungspumpe braucht weniger Strom. Genau, wie das Ventil eingestellt wird, sieht man an dem Beispiel ganz gut. Links nochmal das Thermostatventil, das wir bei den Folien zuvor schon gesehen haben. Wenn man den Thermostatkopf runternimmt, sieht man das voreinstellbare Unterventil. Und da kann man eben der Berechnung zufolge die Nummer einstellen. Das macht dann auch der Heizungsbauer. Also auf der grauen Fläche sehen Sie das ganz gut. Je nach Durchfluss, der für den Heizkörper benötigt wird, wird da die Zahl eingestellt und der weiße Kreis schließt sich quasi je nach Wärmebedarf. Also kurzum nochmal zusammenfassend, mit dem hydraulischen Abgleich bekommt jeder Heizkörper nur die Power, die er auch wirklich benötigt. Ja, und nochmal zurückzukommen, was wirklich jeder machen kann und auch für die Zukunft machen kann, besuchen Sie doch mal Ihren Zähler, egal welchen, also den Gaszähler links im Bild oder auch den Wärmemengenzähler, meistens an den Heizungen direkt angebracht, und schauen Sie, wie viel Sie verbrauchen. Also man hat oft gar kein Gefühl, wie viel man wirklich verbraucht, oder wenn man das abliest, was das Energieversorgungsunternehmen dann abrechnet. Wenn Sie sich das mal aufschreiben, vielleicht auch in einer kleinen Excel-Tabelle oder auch von Hand und es dann vergleichen, vielleicht mit dem Vormonat oder mit dem Vorjahr, dann, wenn Sie das ab jetzt aufzeichnen, haben Sie mal einen groben Überblick, auch was Ihre Einsparmaßnahmen, die Sie hoffentlich ab morgen umsetzen, gebracht haben. Natürlich spielt da auch das Klima und die Witterung eine Rolle, aber so ganz grob, dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, was Sie verbrauchen. Dann wäre ich am Ende mit meinem Beitrag zur Heizung und würde übergehen an meine Kollegin Michaela Brecht. Vielen Dank, Caroline. Im Folgenden werde ich mich um das Thema Dichtheit und Dämmung kümmern. Auch der erste Teil, wie der Maßnahmen, die Sie in Eigenregie ausführen können, teilweise kleinere und auch etwas größere Maßnahmen. Und im zweiten Teil auch die Maßnahmen, für die Sie dann wieder einen Handwerker oder eine Fachfirma brauchen. Genau, haben wir erstmal einen Überblick, worüber überhaupt wir Energie verlieren. Das kann man grob einteilen in die Gebäudehülle, das betrifft das Thema Dach, die Außenwand, die Fenster, aber auch der untere Gebäudeabschluss über die Kellerdecke oder die Bodenplatte geht uns an. Der zweite größere Block, über den wir Energie verlieren, ist die Lüftung. Zum einen die Lüftung, die wir natürlich täglich brauchen, indem wir das Fenster öffnen, aber auch die Lüftung, die unkontrolliert im Prinzip das Gebäude verlässt über Fugen und Ritzen, die eigentlich unbewünscht ist. Und der dritte Block, der nicht ganz unerwähnt bleiben soll, ist natürlich noch die Heizungsanlage selbst. Die Energie, die wir am Markt einkaufen, ob Strom, Gas oder Öl ist, können wir nicht eins zu eins in Wärme umwandeln, sondern da steht immer eine Anlagentechnik und ein Verteilsystem dahinter, wo meine Kollegin ja gerade schon was dazu gesagt hat, wo auch einiges an Energie verloren geht und wo man auch sparen kann. Da hatten wir jetzt ja gerade schon was drüber gehört. Das Thema Fenster. Jeder kennt es. Fenster sind oft im Bestand schon relativ alt, eventuell verzogen. Sie schließen immer richtig und es zieht und zieht durch die Ritzen und Fugen und es ist einfach unangenehm in den Räumen. Da kann man mit einer kleinen Maßnahme schon relativ viel erreichen, indem man einfach Dichtungslippen aufbringt. Die sind problemlos im Baumarkt erhältlich. Die können, so wie man es hier auf dem Foto sieht, eingeklebt werden oder auch, wenn man Holzfenster hat, von einer Fachfirma eingefräst werden. Und ein weiterer kleiner Tipp an der Stelle ist auch, was man oft vergisst in Räumen, die vielleicht auch gerade untergeordnet sind, die Rollläden wirklich bei Dunkelheit einfach schon direkt zu schließen. Die zusätzliche Luftschicht, die es da gibt,
dämmt zusätzlich und auch die Fenster strahlen im Prinzip Wärme an den Himmel ab. Und diesen Effekt kann man auch nutzen, indem man einfach die Rollläden schließt und da auch eine kleine Einsparung mit erreicht. Weiter bitte. Das zweite Thema ist, wenn es um Thema Lüftung und Undichtigkeiten geht oder unkontrollierte Lüftung, sind die Türen. Das betrifft die Wohnungstüren oder auch die Haustüren. Da kann man im Prinzip Dichtungen nachrüsten in zwei Systemen. Da gibt es Falldichtungen und Bürstendichtungen. Die können jeweils aufgeklebt werden oder auch eingefräst werden. Wenn man im Wohnungseigentum ist, kann man natürlich auch die Dichtung einfräsen lassen. Das sieht man jetzt hier auf der rechten Seite. Gerade im oberen Bereich sieht man dann diesen kleinen Schnapper, der im Prinzip die Dichtung anhebt, sobald die Tür aufgeht, beziehungsweise sobald die Tür schließt, wird er ausgelöst und die Dichtung geht nach unten. Das heißt, sie schleift dann auch nicht auf den Boden. Das System gibt es aber auch, wie man es unten sieht, zum auf die Tür aufschrauben und funktioniert genauso gut. Oder natürlich die noch einfachere Lösung, die dann halt keinen Mechanismus dahinter hat, sind die einfachen Bürstendichtungen. Die können im Baumarkt erstanden werden und aufgeklebt werden. Das nächste Thema, das man gut in Eigenregie ausführen kann, ist das Thema Rohrleitungsdämmung. Wenn Sie in Ihren Heizungskeller gehen und es ist der wärmste Raum im Gebäude, gibt es da definitiv einen Handlungsbedarf. Dann sind wahrscheinlich Ihre Rohrleitungen nicht gedämmt oder zu gering gedämmt. Da gibt es auch im Baumarkt erhältlich zwei Systeme. Das sieht man jetzt hier auf den Bildern. Auf der linken Seite ist das eine Mineralwolle, eine alukaschierte Mineralwolle. Und auf der rechten Seite sind es einfach PE-Hartschaumschalen. Also Polyethylen ist es dann vom Material her. Die sind im Prinzip schon geschlitzt, die können um die Rohre rum aufgebracht werden. Die haben schon eine Klebefläche, zum Problem ist anzubringen und können auch einfach mit einer kleinen Säge oder einem Bodenmesser zu Hause zugeschnitten werden. Zu bedenken ist auch, dass diese Befestigungselemente von den Rohren, die sieht man hier jetzt links, die Stellen auch mit überdämmt werden und auch solche Anschlussstellen, wo weitere Rohre abgehen oder irgendwelche T-Stücke vorhanden sind, also Abzweigungen von den Rohren, dass man die natürlich auch mitdimmt. Da gibt es meistens im Baumarkt Formstücke, die sind etwas teurer. Die kann man aber auch problemlos mit schräg auf Gärung geschnittenen Rohren selbst zusammensetzen. Das sind diese beiden Möglichkeiten. Und das ist eine Maßnahme, wenn Sie wirklich ungedämmte oder schlecht gedämmte Rohrleitungen im Keller haben, können Sie da im Prinzip relativ schnell Energie einsparen. Diese Maßnahme wird sich wahrscheinlich schon im ersten Halbjahr diesen Winters rechnen. Und wenn Sie dann noch weiter im Prinzip in Eigenregie Maßnahmen durchführen möchten, dann könnte ich Ihnen das Thema Kellerdecke ans Herz legen. Das ist ein Bauteil, das man oft vergisst, aber auch sehr gut in Eigenregie im Prinzip nachträglich dämmen kann. Hier im Bild sieht man jetzt auf der linken Seite einen Abstellraum und auf der rechten Seite einen Hobbyraum. Das heißt, im ersten Schritt muss man erklären, welche Räume im Keller tatsächlich genutzt werden und somit auch beheizt werden und welche tatsächlich unbenutzt sind und ungeheizt. Von den Materialien her kommen da Dämmungen wie Mineralwolle, Polystyrol oder auch Polyurethan in Frage. Die Dämmstärke hängt in der Regel davon ab, wie viel Platz man im Keller hat. Das ist ja gerade im Bestand nicht immer unbedingt gegeben, dass man da eine 2,50 Meter Deckenhöhe im Keller hat, sondern manchmal sind es nur die 2 Meter, manchmal 2,10 Meter oder 2,20 Meter. Und dann kommen noch so Zwangsstellen dazu, wie die Fenster, die Türöffnungen, die Stürze, die da relativ dicht unter der Decke hängen und eventuell die Dämmstärke einschränken oder halt auch Rohrleitungen, die dort verlaufen. Übliche Dämmstärken sind da 12 bis 16 Zentimeter. Da gilt, je mehr, desto besser. Aber auch wenn Sie wenig Platz haben, können Sie auch nur 4 oder 6 Zentimeter dämmen und ein hochwertigeres Material verwenden. Beim Dämmen sind wirklich die ersten Zentimeter die wichtigsten. Und wenn Sie auch schon dabei sind, können Sie auch direkt die Wand mitdämmen. Und vom Verarbeiten her ist es auch eigentlich relativ unkompliziert. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Dämmung aufzubringen. Das ist einmal beim PU-Montageschaum oder über einen Klebemörtel. Da kann man sich gerne an die Herstellerangaben von der Dämmung im Prinzip orientieren. Genau. Und wer dann auch bei der Kellerdeckendämmung schon erfolgreich war, kann sich auch gerne noch mit der obersten Geschossdecke auseinandersetzen. Wer da im Prinzip einen unbeheizten Abstellraum im Dach hat und die oberste Geschossdecke ist ungedämmt, kann man die auch problemlos in Eigenregie nachdämmen. Ein weiteres Thema wäre auch der Rollladenkasten.
Wenn man da gerade einen Bestand älteren hat, kann man da gerne mal den Deckel öffnen und schauen, ob da eine Dämmung vorhanden ist oder nicht und die auch problemlos nachrüsten. Genau, gehen wir weiter. Kommen wir zu den Dämmmaßnahmen, die Sie nicht mehr so einfach in Eigenregie durchführen können. Also tatsächlich die Sanierung der äußeren Bauteile. Weiter bitte. Da geht es in der Regel um die Dämmung des Dachs, die Dämmung der Außenwand, den Austausch der Fenster oder auch, wenn Sie es nicht selbst machen können, die Dämmung von der Kellerdecke zum Beispiel. Das hat unterschiedliche Vorteile. Dies bringt natürlich einmal die Einsparung an Energie, aber sie erhöhen durch diese Sanierungsmaßnahmen auch gleichzeitig die Temperaturen im Raum. Somit haben Sie zum Beispiel in der Außenecke vor der Sanierung 9 Grad gehabt und haben nach der Sanierung 18 Grad. Das hat einen weiteren schönen Effekt, weil die Temperatur, die Sie im Raum wahrnehmen, die Lufttemperatur, ist nicht unbedingt die Temperatur, die Sie tatsächlich auf dem Thermometer ablesen. Da spielt dann zusätzlich die Raumumfassungsflächen noch eine Rolle, mit denen Sie im Prinzip im Austausch stehen. Und Sie spüren diese kalten Oberflächen und heizen dagegen an. Das heißt, damit für Sie im Endeffekt diese wohlig warmen 20 Grad rauskommen, müssen Sie vielleicht Ihren Raum auf 23 oder 24 Grad heizen. Und nach der Sanierung müssen Sie dann im Endeffekt vielleicht Ihren Raum nur noch auf 21 oder 20 Grad heizen, um sich tatsächlich in diesem Raum wohlzufühlen. Genau. Und die Erhöhung der Oberflächentemperatur, die Sie durch diese Sanierung schaffen, bringt nicht nur den Vorteil, dass Sie sich wohler fühlen und behaglicher fühlen und dass Sie Energie sparen, sondern Sie vermeiden auch tatsächlich die Möglichkeit, dass in Ihrem Gebäude durch Feuchtigkeit Schäden entstehen. Das sind gerade so das Thema Wärmebrücken, früher auch Kältebrücken genannt, ein Thema, dass das Gebäude an bestimmten geometrischen Stellen oder an so Stellen, wo ein Balkon zum Beispiel einschließt, einfach die Oberflächen kälter sind. Und wenn die zu kalt sind und zu hohe feuchte Lasten im Raum auftreten, dann besteht einfach die Gefahr, dass Dümmel entsteht. Und um das zu vermeiden, sind natürlich Sanierungsmaßnahmen ebenfalls sehr gut geeignet und bringen somit auch eine gewisse Sicherheit, was die Hygiene im Raum angeht. Genau. Das waren jetzt so die zwei Hauptpunkte zum Thema Sanieren mit Fachmann. Und damit würde ich auch überleiten an meinen Kollegen Herr Hettler, der jetzt das Thema energetisch Sanieren weiter mit Ihnen behandeln wird. Ja, ganz herzlichen Dank. Nachdem jetzt alles vorgestellt wurde, was Sie im Bereich Heizung und im Bereich der Gebäudehülle an Sofortmaßnahmen vornehmen können, wollen wir in den beiden letzten Vorträgen Ihnen noch mal einen kleinen Ausblick geben, wenn Sie darüber rausgehen wollen, was dann sonst noch alles möglich ist in Ihrem Gebäude und wie Sie bei einer energetischen Sanierung am besten vorgehen. Ja, im Prinzip geht es vor allem darum, möglichst schnell auf erneuerbare Energien umsteigen zu können. Dazu muss man schauen, dass man die vorher schon mehrfach angesprochene Vorlauftemperatur abmindern kann. Also man sieht es hier in dem Beispiel. Links das Gebäude ist eben ein Gebäude mit fossiler Heizung, so wie es die meisten heute immer noch sind. Vorlauftemperatur 70 Grad. Und wenn es einem jetzt gelingt, die Vorlauftemperatur abzusenken, beispielsweise durch eine Dämmmaßnahme oder auch im Extremfall durch einen Umbau auf eine Flächenheizung, beispielsweise eine Fußbodenheizung, und man kommt da runter auf ein Niveau von 55 Grad und niedriger, dann lassen sich erneuerbare Energien viel einfacher einsetzen, beispielsweise in Form einer Wärmepumpenheizung. Damit einem das gelingt, muss man meistens Sanierungsmaßnahmen ergreifen, also Sanierungsmaßnahmen an der Hülle. Es ist allerdings meistens nicht so, dass man jetzt beispielsweise die komplette Hülle dämmen muss, also Außenfassade und neue Fenster und noch das Dach und noch die Kellerdecke, sondern meistens reichen 1 bis 2 Maßnahmen aus, um da runterzukommen und dann einen entsprechenden Heizungstausch durchzuführen. Nächste Folie. Hier haben wir das mal dargestellt für verschiedene Gebäudetypen, denn Sie können sich vorstellen,
Jedes Gebäude ist unterschiedlich. Manche Gebäude neueren Datums, die sind schon sehr gut gedämmt. Und manche Gebäude älteren Datums haben aber auch schon gewisse Sanierungszyklen durchlaufen. Und da hat man schon einiges gemacht. Das ist eben bei jedem Gebäude individuell verschieden. Und deswegen sieht man also hier beispielsweise bei dem Haus 1 von oben her, das hat eine relativ hohe Vorlauftemperatur. Da muss man mehrere Dämmmaßnahmen durchführen, um dann in diese Größenordnung 55 Grad zu kommen und dann den Heizungstausch durchführen zu können. Während zum Beispiel das Haus Nummer 3, das sieht so aus, wie wenn man da gerade einen Wechsel auf eine Fußbodenheizung macht in diesem Gebäude. Deswegen kommt man runter von der höheren Vorlauftemperatur gleich in eine Region von 40 Grad Vorlauftemperatur und kann dann auch den Wärmeerzeuger austauschen und umsteigen und sich von fossilen Energieträgern unabhängig machen. Im Nachgang, nach dieser Maßnahme, kann man dann immer noch, wie hier beispielsweise dargestellt, die Kellerdecke dämmen, um dann noch weiter runterzukommen. Ja, wie kriegt man das am besten raus, wie das für im eigenen Gebäude ist? Da hilft einem ein individueller Sanierungsfahrplan sehr. Der wird durch eine Energieberaterin oder einen Energieberater ausgestellt. Und in diesem Bericht ist genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse hin und auf Ihr individuelles Gebäude hin ein Fahrplan aufgezeigt, wie Sie dieses Gebäude energetisch fit bekommen und den Umstieg auf erneuerbare Energien als Heizträger ermöglichen können. Ja, hier nochmal eine Übersicht. Was muss ich da tun in Zukunft oder wo geht das Ganze hin? Aktuell haben wir noch die Situation, dass wir rund 3/4 der Heizwärmeerzeuger fossil betreiben, also sprich Öl- und Gasheizungen, viele davon auch sehr alt. Und von denen müssen wir wegkommen in Zukunft. In Zukunft heißt in den nächsten etwa 15 bis 20 Jahren. Da muss sich jeder darauf einstellen, dass da was passiert. Da zielen die ganzen politischen Konzepte hin. Und dann ist die Frage, was man dann macht, die große Frage, die wahrscheinlich auch den einen oder anderen oder die andere von Ihnen beschäftigt. Zunächst ist es sehr wichtig, dass man runterkommt vom Energieverbrauch, denn wir werden von den erneuerbaren Energieträgern nicht so viele haben, wie wir heutzutage fossile Energieträger verheizen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zähle sie mal von unten her auf. Zum einen gibt es die Möglichkeit, sich an ein Wärmenetz anzuschließen. Auch da ist es wichtig, niedrigere Vorlauftemperaturen zu haben, weil dann erneuerbare Energieträger am besten eingebunden werden können. Die Wärmepumpe hatte ich schon angeschnitten. Da kommen gleich nochmal Folien zur Erläuterung, was da dahinter steckt. Biomasse ist eine Option. Allerdings sagen wir immer, das ist für uns so ein bisschen ein Joker. Also Biomasse sind dann meistens Pelletsheizungen. Und diese Pelletsheizungen, die sollte man nicht unbedingt leichtfertig einbauen, sondern nur an den Gebäuden einsetzen, wo es man eben große Probleme hat, mit den Vorlauftemperaturen runterzukommen und wo eben die Installation beispielsweise von einer Wärmepumpe nicht so ohne weiteres geht. Da ist es dann eine ganz gute Option. Und dann gibt es einen Posten, der ist noch so ein bisschen diffus und grau, die Hybridheizungen. Hybrid bedeutet zwei verschiedene Heizungssysteme. Da heizt dann beispielsweise eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Pelletsheizung oder eben eine Wärmepumpe auch mit einer fossilen Heizung noch, also sprich mit einer Gas- oder Ölheizung. Das funktioniert dann so, dass die Wärmepumpe die meiste Zeit im Jahr heizt und die fossile Heizung nur die wenigen ganz kalten Tage übernimmt, in denen die Wärmepumpe in der Regel nicht sehr effizient ist. Ganz oben dran sehen Sie noch das Schlagwort Synfuels. Das sind eben synthetisch erzeugte Brennstoffe, also sprich auf Basis erneuerbarer Energien, Strom, produzierte gasförmige oder flüssige Brennstoffe, also synthetisches Gas, synthetisches Öl. Und die Heizungslobby suggeriert einem ja,
häufig, dass man beispielsweise bei der Ölheizung gar nicht so viel machen muss, sondern dann einfach umsteigen kann auf solche Energieträger. Es ist aber so, dass die momentan überhaupt noch nicht in der Praxis irgendwo in der Fläche in Sicht sind. Also das wird noch viele Jahre dauern und sie werden sehr teuer werden. Das heißt, Sie sollten sich besser nach anderen Energieträgern umsehen. Und es kann natürlich trotzdem sein, dass diese Brennstoffe, zu denen auch beispielsweise Wasserstoff gehört, in geringem Umfang, aber wirklich nur in ganz geringem Umfang im Gebäudebereich eingesetzt werden. Die meisten dieser Brennstoffe werden allerdings im Transportsektor verbraucht, nämlich für Flugzeuge, Schiffe oder auch beispielsweise bei der Stahlproduktion. Ja, jetzt möchte ich Ihnen nochmal die Wärmepumpe erklären, die Funktionsweise und warum das so wichtig ist mit dem niedrigen Temperaturniveau. Wir fangen auf der linken Seite an in der Grafik. Da geht es zunächst mal um die Quellen der Wärmepumpe, denn eine Wärmepumpe nutzt immer Umweltwärme. Das heißt, Wärme, die entweder aus der Außenluft oder aus der Erde oder auch über wassergebundene Systeme, also sprich Grundwasser oder auch Fluss- oder Seewasser, der Umwelt entzogen wird. Und diese Wärme, die, ja, man denkt eigentlich, das ist nicht viel Wärme, gerade die Außenluft im Winter ist ja eher kalt. Aber trotzdem, wenn man jetzt gerade Temperaturen wie aktuell hat, um die 10 Grad, dann kann man da immer noch einiges an Energie rausziehen. Und das ist dann der Trick der Wärmepumpe. Die schafft es nämlich, diese Umweltwärme auf ein höheres Niveau zu pumpen. Da ist dieses Bauteil der Verdichter sehr wichtig. Und dieser Verdichter, der benötigt Strom. Und da sieht man so oben dran auch die Rechnung hier entsprechend. 2 bis 3 Teile Umweltwärme plus ein Teil, also eine Kilowattstunde zum Beispiel Strom, macht dann am Ende 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme. Also 2 bis 3 Kilowattstunden aus der Umwelt, eine Strom gibt 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme. Und diese Wärme kann ich dann im Gebäude nutzen, wenn ich die dann auf dem höheren Niveau habe. Und da ist jetzt eben der Punkt, wie hoch ist dieses Niveau, wie hoch ist die Vorlauftemperatur, die erforderlich ist. Und da sieht man eben hier 3 Beispiele in dem dunkelblauen Bereich, wenn man von unten anfängt. Die Fußbodenheizung, die benötigt eben ein relativ niedriges Temperaturniveau, hier im Beispiel etwa 40 Grad. Das schafft die Wärmepumpe sehr leicht und da hat sie eine sehr hohe Effizienz. Auch bei Heizkörpersystemen sind Wärmepumpen durchaus möglich. Man muss nur aufpassen, dass das Vorlauftemperaturniveau nicht zu hoch ist. Und eine ganz spannende Rolle spielt immer die Warmwasserbereitung, wie man die hinbekommt, weil die häufig noch mal ein bisschen ein höheres Temperaturniveau hat. Und da muss man sich manchmal ein paar Dinge überlegen, damit man eben die Warmwasserbereitung auch effizient hinbekommt mit der Wärmepumpe. Aber für alles gibt es Systeme und ich möchte Ihnen hier mit der Grafik vom Fraunhofer Institut, also eine Auswertung von zahlreichen bestehenden Luftwärmepumpenanlagen nochmal aufzeigen, wie die verschiedenen Systeme mit unterschiedlichen Wärmeübergaben, wie da die Effizienz ist. Also Wärmeübergabe ist ja die Art der Heizkörper sozusagen. Wir konzentrieren uns als erstes mal auf die dunkelblauen Punkte. Das sind also Fußbodenheizungen, Flächenheizungen. Da haben wir gerade gelernt, dass die von der Vorlauftemperatur relativ niedrig liegen. Das ist also dann die X-Achse, die Vorlauftemperatur. Und die senkrechte Achse, das ist dann die Effizienz, die wird ausgedrückt in der Jahresarbeitszahl. Das heißt, wie viel Kilowattstunden bekomme ich pro Kilowattstunde eingesetzte Strom raus? Und da sieht man die dunkelblauen Punkte, die sind alle im oberen Bereich, zwischen 3,5 und 5 liegen die. Oder hier nicht ganz 3,5 in der Mitte, aber die sind alle soweit sehr positiv zu bewerten.
Das weiß man ja auch, dass mit Fußbodenheizungen zum Beispiel Wärmepumpen sehr gut funktionieren. Was aber noch nicht so bekannt ist, dass Wärmepumpen auch sehr gut mit Heizkörpersystemen funktionieren. Und dazu bitte ich Sie jetzt mal auf die orangenen Punkte, vor allem auf die in dem orangenen Kasten zu achten. Und da kann man eben erkennen, dass es einzelne Wärmepumpen gibt, die sehr gut sind von der Effizienz. Sehr gut fängt bei Luftwärmepumpen etwa bei einer Jahresarbeitszeit von 2,5 bis 3 an. Da kann man sagen, das ist in Ordnung, wie die laufen. Aber es gibt eben auch noch einzelne, die hier im unteren Bereich dümpeln. Und da sind gewisse Themen eben nicht gut gemacht worden. Und das wollen wir Ihnen noch mal kurz erklären, auf was da zu achten ist. Sie haben ja vorher schon zum Beispiel vom hydraulischen Abgleich gehört. Wenn also eben eine Heizungsanlage schlecht hydraulisch oder gar nicht hydraulisch abgeglichen ist und die Vorlauftemperaturen dann unnütz hoch sind, dann bekommt man das, was man hier rechts bei den beiden orangenen Punkten sieht, nämlich eine höhere Vorlauftemperatur und damit eine schlechtere Effizienz. Und bei den anderen, die hier eingebaut sind, da liegt es dann häufig auch an der Wärmepumpe selber, dass da die Effizienz nicht optimal ist oder an der Regelung, an den Einstellungen. Aber wenn man sich ein bisschen drum bemüht, Sie sehen, der überwiegende Anteil der orangenen Punkte liegt durchaus im positiven Bereich. Und Wärmepumpen sind absolut mit Heizkörpern möglich und man kann sie auch sehr effizient betreiben. Nächste Folie bitte. Ja, hier nochmal eine Übersichtsgrafik, ein Stadtplan sozusagen, ein technischer Plan, bei dem Sie erkennen können, wie das in Zukunft geplant ist mit den Wärmenetzen. Wir haben in Baden-Württemberg zum Beispiel Wärmenetze oder kommunale Wärmeplanung jetzt schon am Laufen. Die kommunalen Wärmepläne müssen Ende nächsten Jahres abgegeben werden in allen Städten über 20.000 Einwohnern. Und alle diese Städte müssen sowas Ähnliches wie hier die Stadt Zürich schon vor einiger Zeit produziert hat, eben auch darstellen. Und da geht es darum, das ist eine Darstellung des ganzen Stadtgebiets und alles, was jetzt irgendwie bunt eingefärbt ist, also nicht hellbraun, sage ich mal an der Stelle, das sind alles verschiedene Versorgungen mit Wärmenetzen. Ich fange mal rechts unten an. Beispielsweise hat man hier eine hellblaue Schraffur. Da wird Seewasser genutzt, also Zürich liegt am Zürichsee und da wird eben Wasser, Umweltwärme genutzt und mit Wärmepumpen soll dieses Gebiet hier eben mit Seewasser versorgt werden. Und so gibt es verschiedene Gebiete, beispielsweise alles rot schraffierte ist industrielle Abwärme, da habe ich also Wärme von Industriebetrieben übrig. Dann gibt es bestehende Wärmenetze, das ist alles, was hier violett dargestellt ist. Es gibt Grundwasserwärmenutzung und es gibt auch Gebiete, wo beispielsweise Abwasserwärme genutzt wird. Also sprich, das, was im Abwasserkanal fließt, auch diese Wärme kann man nutzbar machen und damit vor allem im städtischen Raum Gebäude versorgen. Alles, was hellbraun ist, was sozusagen übrig ist, das ist das Gebiet der Einzelheizungen. Da muss man sich also individuell pro Gebäude Gedanken machen und überlegen, ob man dann eben eine Wärmepumpe, eine Pelletsheizung oder sonst ein anderes System einbaut. Ja, und damit gebe ich ab zum letzten Teil unseres Vortrags. Lieber Jürgen Henke, du darfst gerne übernehmen. Vielen Dank. Ich lege auch gleich los, wenn wir schon ein bisschen spät in der Zeit sind. Ich habe den Part Förderung und Beratung. Es gibt da zwar eine große Unterscheidung. Einmal die ganze Fördermittel, egal jetzt ob KfW oder BAFA, das sind die zwei großen Förderinstitute. Manchmal gibt es auch noch städtische Programme von großen Städten. Stuttgart hat was, ich glaube Mannheim auch. Die müssen, da ist die große oder die Voraussetzung oder das Wesentliche eigentlich, dass man die Anträge immer vor Beauftragung oder vor Umsetzung der Sanierung beantragen muss. Falls das nicht passiert ist, hat man dann immer noch die Möglichkeit, das steuerlich dann geltend zu machen. Allerdings muss man da auch dazu sagen, bei beiden Varianten brauche ich immer eine Fachunternehmerrechnung. Also Eigenleistungen sind Stand heute
werden nicht gefördert. Das war mal vor ein paar Jahren, wurde es gefördert, dann wird es jetzt wieder rausgenommen. Es gibt Überlegungen, die Eigenleistung wieder in die Förderung mit reinzunehmen, aber aktuell geht es nur mit einer Fachunternehmerrechnung. Es gibt ja so Hybridlösungen, wenn der Kunde als Beispiel das Baumaterial kauft und es verbaut ein Fachunternehmen, dann wäre auch wieder eine Förderung möglich, aber Baumaterial selber kaufen und selber an die Wand oder an die Decke kleben, ist nicht förderfähig nach aktuellem Stand. Was auch noch wichtig ist oder wesentlich, die technischen Voraussetzungen sind bei beiden Varianten gleich. Also man kann jetzt nicht sagen, der Energieberater hat mir aber so eine dicke Dämmstärke empfohlen. Ich mache jetzt nur 5 Zentimeter an die Außenwand und setze das dann steuerlich ab. Das funktioniert auch nicht. Bei der Förderung BAFA und KfW läuft alles unter einem Dach, unter der BEG, Bundesförderung für effiziente Gebäude, steckt da dahinter. Einzelmaßnahmen gibt es jetzt seit einer geraumer Zeit nur noch als Zuschussvariante, momentan nicht als Kreditvariante. War bis vor kurzem auch noch möglich, dass man Kredit genommen hat oder bekommen hat über die KfW und da war auch immer ein Tilgungszuschuss inkludiert. Momentan gibt es nur Zuschüsse vom BAFA in reiner Geldauszahlung. Und bei der Förderung oder in dem BEG wird einmal unterschieden zwischen Einzelmaßnahmen, sprich wenn Sie nur das Dach machen oder nur die Fenster tauschen. Und dann die andere große Unterscheidung ist dann, wenn Sie Richtung Komplettsanierung gehen, dann kommen Sie in die Wohngebäude, in diese Effizienzhäuser rein. Und da ist auch die Förderung ganz anders. Was auch noch mit bezuschusst wird, ist die Baubegleitung. Also scheuen Sie sich da nicht, einen Energieberater mit ins Boot zu nehmen. Der wird auch bis zu 50 bzw. 80% gefördert. Das Ganze wird dann noch bei den Einzelmaßnahmen durch unterschiedliche Bonis ergänzt. Gab es jetzt auch wieder vor kurzem eine Änderung. Der aktuelle Stand ist der ISFP-Bonus. Gibt es nur noch bei der Gebäudehülle und der Anlagentechnik außer der Heizung. Das könnte zum Beispiel sein, die Lüftungsanlage oder die Heizungsoptimierung. Bei der Heizung gibt es noch einen zusätzlichen Boni, den Heizungstauschboni. Greift bei allen fossilen Heizungen. Da muss man aber ein bisschen aufpassen bei Gasheizungen. Die müssen älter sein als 20 Jahre. Ansonsten Ölheizungen, falls noch jemand Kohle- oder Nachtspeicheröfen hat, da gilt diese 20-Jahr-Regelung nicht. Hier haben wir die Übersicht Einzelmaßnahmen Heizungstausch. Gibt es diese unterschiedlichen Heizungsarten? Grob zusammengefasst kann man sagen, alles mit es muss immer erneuerbaren Energien sein. Auch eine Hybridanlage mit einer Gasheizung wäre nicht förderfähig. Also irgendwas, wo Gas dabei ist oder Öl dabei ist, ist aus der Förderung rausgenommen worden. Und als Beispiel jetzt die Wärmepumpe, gibt es diese sogenannte Grundförderung, 25%, diesen Heizungstauschbonus, 10%, wie gesagt, für Ölheizungen oder Nachtspeicheröfen oder Gasheizungen, die älter sind als 20 Jahre. Und dann gibt es noch einen Bonus für effiziente Wärmepumpe, wäre eine Geothermie oder eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, sprich man zieht seine Energie entweder aus dem Boden oder aus einem Fluss oder Gewässer, was in der Nähe ist. Die gängigsten sind allerdings die Luftwärmepumpen. Das sind dann diese Geräte, wo außen diese Einheit steht, die dann die Wärme aus der Luft gewinnt. Wenn man diese alle Zuschüsse kombiniert, dann kann man bei der Wärmepumpe auf maximal 40% kommen. Üblicherweise, weil Geothermie und Wasser-Wasser-Wärmepumpen sind doch eher selten, landet man im Normalfall bei 35%. Was deutlich reduziert wurde jetzt bei der letzten Reform, ist diese Biomasse, also Pelletheizungen oder Hackschnitzel. Die wird nur noch mit 10% gefördert. 10% nochmal, auch wenn Sie von fossilen Energieträger austauschen. Und die 5% extra ist, wenn Sie diese Feinstaubemissionen erfüllen.
Ebenso förderfähig ist ja dieser Anschluss an Gebäude oder Wärmenetze, das, was der Herr Hettler vorhin vorgestellt hat, an dem Beispiel von Zürich. Da wären Sie auch bei einer 25% Förderung und diesen Heizungstauschbonus, wenn Sie eine Ölheizung oder Gasheizung ausbauen, mit 10%. Hier eine Übersicht über die Förderung Einzelmaßnahmen in der Gebäudehülle bzw. die Fördersätze. 15+5% sind für die Gebäudehülle die Heizungsoptimierung. Heizungsoptimierung ist zum Beispiel, unten steht es, das Dämmen der Rohrleitung, hydraulischer Abgleich, genauso die Lüftungsanlage oder wenn Sie dieses Effizienzi Smart Home, also eine Digitalisierung umsetzen in Ihrem Haus, kriegen Sie 15% Förderung. Und wenn diese Maßnahme in dem Sanierungsfahrplan aufgeführt ist, gibt es nochmal 5% extra. Das Ganze ist gedeckelt, 60.000 pro Wohneinheit und Kalenderjahr. Sie können aber, das ist jetzt vor allem zum Jahresende hin, ganz interessant, wenn einer sagt, ich mache jetzt die Heizung, will vielleicht auch noch die Fassade mitdämmen. Mit beiden Maßnahmen bin ich über 60.000 drüber, dann kann ich jetzt dieses Jahr noch die Heizung mit 60.000 oder 40.000, je nachdem, was sie kostet, beantragen und habe aber im nächsten Jahr wieder die vollen 60.000 zur Verfügung und kann dann im nächsten Jahr die Fassade dämmen und dann auch umsetzen. Bei den Effizienzhäusern gibt es auch zwei Boni. Das eine ist der EE-Bonus, da steckt erneuerbare Energien dahinter. Das heißt, wenn Sie mindestens 55% der Heizenergie aus erneuerbaren Energien ist, bekommen Sie nochmal 5% extra. Ist ja manchmal fraglich, warum das separat ausgewiesen wird, weil auf die guten Effizienzhäuser sind Sie automatisch bei einer Wärmepumpe, einer Pelletheizung oder es gibt auch ein Hybrid aus beiden Varianten, also eine Kombination aus Wärmepumpe und Pelletheizung. Und mit all diesen Varianten kriegen Sie automatisch diese 5% extra, wenn sie im Zuge dieser Effizienzhaussanierung die Heizung getauscht wird. Da auch ein kleiner Hinweis, wenn Sie die Heizung vorher tauschen und schon abgeschlossen ist, weil man vielleicht für die Heizung die 35% Förderung bekommt oder gerne abgreifen möchte, dann darf man diesen EE-Bonus dann bei der Effizienzhaussanierung nicht mehr ansetzen. Was jetzt auch neu ist seit ein, zwei Wochen oder seit einer Woche, ist dieser Worst Performance Building Bonus. Also wenn Sie ein ganz schlechtes Energie oder ein ganz schlechtes Gebäude auf einen sehr guten Effizienzhausstandard bekommen, also das Beispiel hier Effizienzhaus 40, das wäre der beste Standard, 55, also diese zwei, bei diesen zwei Standards greift dieser WPB-Bonus. Was heißt Worst Performance oder ein schlechtes Gebäude? Entweder Sie haben einen Energieausweis, da ist diese Energieeffizienzklasse H ausgewiesen. Das heißt 250 Kilowattstunde pro Quadratmeter im Jahr, wieder in fossil gerechnet, grob durch 10, heißt, Sie haben ein 25 Liter Haus, das braucht 25 Liter pro Quadratmeter im Jahr. Oder wenn Ihr Gebäude vor 1957 erbaut wurde und der Großteil, also 75% der Hülle unsaniert ist oder noch nicht saniert wurde. Hier nochmal die Übersicht für diesen Effizienzhäusern. Also um in diese Effizienzhäuser reinzukommen, muss man tatsächlich alle Bauteile dämmen. Wenn jetzt der Kunde zu mir sagt, ja, Fassade will ich aber nicht machen, dann kann man schon diese Effizienzhäuser mit 99% Wahrscheinlichkeit ausschließen. Man kommt vielleicht, wenn einer sagt, ja, jetzt habe ich im Dach aber zwischen die Balken schon was reingemacht und da will ich jetzt nicht dämmen oder es wurde vor 10 Jahren gemacht, dann setzt sich der Energieberater hin und rechnet mit den Gegebenheiten das maximal Mögliche aus. Und da wäre zum Beispiel das 85er Haus, Effizienzhaus 85, das schlechteste. Bekommt man noch 5% Förderung plus diesen EE-Bonus, wenn Sie die Heizung in dem Sanierungsschritt mit involviert haben, dann würden Sie da auf maximal 10% Tilgungszuschuss bekommen. Hinweis, diese Zuschüsse, auch wieder bis vor ein paar Wochen,
gab es das als reine Zuschüsse. Also wenn man Eigenkapital hatte, eine Effizienzhaussanierung umgesetzt hat, dann gab es da auch deutlich mehr Zuschüsse. Jetzt hört sich das im ersten Moment sehr, sehr dramatisch an. Also das Effizienzhaus 40 EE war mit maximal 50% oder wurde mit 50% gefördert. Wenn man jetzt hier sieht, oh hoppla, da steht jetzt aber nur noch 25%, mag das im ersten Moment sehr wenig erscheinen, aber wenn man diese Zinsverbilligung dann mal rechnet, ist es nahezu eigentlich gleich geblieben. Da haben wir am Ende oder ja, hier zum Beispiel auch gleich ein kleines Rechenbeispiel mit einem Effizienzhaus 70. Also wäre nahezu aktueller gesetzlicher Neubaustandard. Einem Zinssatz gerechnet von 0,14, der ist jetzt ja vor ein, zwei Tagen wieder ein bisschen hochgegangen. Der ist momentan bei 0,45. Im Gegenzug habe ich dann den Hausbankkredit, den haben wir jetzt mehr mit 3% angesetzt hier. Und dann komme ich, sieht man jetzt in diesem orangenen Balken, gerechnet über diese 10 Jahre auf eine Zinsverbilligung oder wenn ich halt diesen günstigeren Zinssatz habe, hochsummiert auf die Laufzeit von ca. 26.000 Euro. Der blaue Balken, die 22.500, das ist dann der tatsächliche Tilgungszuschuss. Das sind diese Prozent, was war es jetzt hier, 15%, die Sie dann von dem Kredit erlassen kriegen. Also Tilgungszuschuss heißt dann, jetzt in dem Beispiel hat man 150.000 beantragt, Sie bekommen die 15% Zuschuss, dann müssen Sie nicht mehr die kompletten 150.000 zurückzahlen, sondern 15% weniger. Und das ist jetzt Ihre verbleibende Summe, die Sie zurückzahlen müssen. Nächste Folie bitte. Hier nochmal die Übersicht für die Förderung von den Energieberater. Diese hellblauen Balken ist quasi vor der Sanierung. Entweder man macht eine Vorortberatung oder diesen individuellen Sanierungsfahrplan. Die Unterscheidung zwischen diesen zwei Varianten, der Sanierungsfahrplan ist interessant, wenn man eine Maßnahme umsetzen will, sprich den ISFP-Bonus, ist allerdings in der Form ein bisschen eingeschränkt. Wenn man mehrere Varianten zum Beispiel rechnen will, dann ist man eher bei der Vorortberatung. Die, egal welche Variante, die wird bis zu 80% bezuschusst und maximal 1.300 bei Einfamilienhäusern. Bei Mehrfamilienhäusern ist die Obergrenze 1.700. Das ist quasi vorgeschaltet und dann kann auch der Energieberater sagen, wir sind jetzt im Effizienzhaus 55 oder 70. Und wenn man dann nachher die Umsetzung angeht, dann gibt es diese sogenannte Baubegleitung für die Effizienzhäuser. Die wird dann mit 50% bezuschusst bei beiden Maßnahmen und ist dann auch gedeckelt auf 10.000 Euro bei ein bis zwei Familienhäusern. Bei Mehrfamilienhäusern 40.000. Also das sind dann die Energieberaterkosten, die er maximal kosten darf. Und bis dahin kriegen Sie 50% wieder vom Staat. Kam vorher auch schon die Frage im Chat, wie findet man guten, seriösen Energieberater? Das Problem ist ja das Thema, Energieberater ist kein geschütztes Berufsbild oder keine Berufsbezeichnung, die geschützt ist. Es gibt einmal bei uns, können sich die Energieberater listen lassen, also unter zukunftaltbau.de/beratung. In der Fußzeile sehen Sie die Hinweise oder die Internetseite. Da kommen Sie dann auf diese Landkarte und sehen dann in Ihrem Umkreis die gelisteten Energieberater. Um sich bei uns listen zu lassen, muss man allerdings auf der Energieeffizienzexpertenliste sein. Energieeffizienzexpertenliste ist dann die deutschlandweite Suche. Und alle oder die zwei Förderinstitute KfW und BAFA verweisen auch auf diese Energieeffizienzexpertenliste, beziehungsweise man muss da draufstehen, um dann auch die Fördermittel beantragen zu dürfen.